Oh, hello there. The intro man is on vacation, and since I'm a lady, this episode is 100% more diverse. And the intro, 21% cheaper. Brought to you by Hudson Machen, 128, Stefan S., and Raumklang Studio. An episode about a boy. Also, nur 50%, okay? Zur Hälfte bin ich ein richtiges Mädchen. Fair enough, half boy, who'd rather be a full boy. Woher wissen alle, dass ich lieber ein Mann wäre? Das ist ungerecht. Well, just a lucky guess, I suppose. Anyway, this half boy, half girl has a well-kept secret. She is a crime data expert. Zuerst müssen wir uns nämlich die gerade schon erwähnte polizeiliche Kriminalstatistik etwas genauer angucken. And I'm afraid she's gonna look silly by the end of this video. Introducing Franziska Schreiber. And on the other side, a full man, zero girl expert in debunking crime data experts. Idioten Watch! Zuckerblärt, liebe Genossen, schön, dass wir alle wieder da sind. In den folgenden Minuten sollte es eigentlich nicht um ein Video von Franzi gehen, sondern um alles Mögliche von unterschiedlichen Personen. Deshalb nicht wundern, dass es zu Anfang ein Quickie mit Eva gibt. Am Ende habe ich mich dann aber an Franzi festgebissen und die ist ja auch ein richtig sweeter Boy. Solltest du, während du dieses Video guckst, deine Spendiosen anhaben, dann guck dir die Videobeschreibung mal an. Vielen Dank an alle, die mich unterstützen und wir fangen an mit Eva. Eva ist diesmal aufgefallen durch ein Video mit dem Titel Landtagswahl 2019, junge Sachsen kommentieren Wahlwerbespots. Dabei fällt zum Beispiel dieser Kommentar. Und unser Gegengift zu Hass und Hetze, das ist menschlich miteinander umgehen. Menschlich miteinander umgehen. Da hast du aber komische junge Sachsen befragt, wenn sie sich über ihren vermeintlich eigenen Dialekt lustig machen. Außerdem ist mir negativ aufgefallen, dass in deinem Video sehr viele schwarze und gelbe Menschen zu Wort kommen. Oh, das hätte ich jetzt so vielleicht nicht sagen sollen, das klingt jetzt irgendwie rassistisch. Und wir wollen ja schließlich so tun, als würden wir Menschen nicht aufgrund ihrer Hautfarbe beurteilen, sondern auf Grundlage ihrer Persönlichkeit, stimmt's Eva? Gucken wir doch mal, was Ngoc an und Queen an so beizutragen haben. Ich möchte, dass wir den ländlichen Raum stärken. Auf jeden Fall sehr viel Aufwand für das Video. Sehr viele weiße Menschen. Ich gehe mal davon aus, dass die Kritik, die jemand äußert, das Beste beinhaltet, was er vorzubringen hat. Warum schließlich sollte jemand seine zwei schwächsten Kritikpunkte vortragen? Die beiden Mädels finden am Wahlwerbespot der CDU, also am kritikwürdigsten, dass dieser aufwendig produziert wurde und zu viele weiße Menschen zu sehen sind. So eine Aussage ist natürlich völlig in Ordnung und antirassistisch, weil mit weißen Menschen ja nicht deren Hautfarbe oder Herkunft gemeint ist. Wie uns der Spiegel in einem Artikel in Ausgabe 33 beweist. Dabei ging es um weißen Terrorismus. Und einer der Fälle, die thematisiert wurden, ist der Amoklauf 2016 in München. Der entsprechende Täter heißt Ali David Sonbuli und seine Eltern kommen aus dem Iran. Und weil Weiß lediglich für die Bösartigkeit einer Person steht, ist Ali Schneewittchen und der Werbespot der CDU beschissen. Aber für diese Erkenntnis müsste ich nicht unter Zwang ein solches Video finanzieren. Ich kannte die Botschaft des Videos schon bevor ich es gesehen habe. Die alles entscheidende Frage lautet, habe ich mit meiner Einschätzung mal wieder richtig gelegen? Die schlechteste Bewertung bekam der Spot der AfD, die beste Bewertung der Spot der Grünen. Die Daten zur Wahlentscheidung junger Wähler verdeutlichen dabei Folgendes. Evas Hauptdarsteller werden entsprechend ihrer politischen Ansicht selektiert. Was mir völlig egal wäre, wenn ich dafür nicht zahlen müsste. So wie ich auch beim Funk-Neuzugang Franziska Schreiber zahlen muss, damit sie der Welt dann Folgendes erzählt. Ausländer werden durchschnittlich häufiger kriminell als Deutsche. Aber das darf man hierzulande ja gar nicht mehr sagen, oder? Naja, gewissermaßen beweist dein Video genau das. Denn anstatt es bei dieser unpräzisen, aber vollkommen korrekten Aussage zu belassen, geht es nach deiner Erläuterung der Zahlen bis Sekunde 34 anschließend ausschließlich um eine Sache. Maximale Relativierung. Nein, für dieses Ungleichgewicht muss es plausiblere Erklärungen geben. Und das ziehst du dann volle 5,5 Minuten durch und lässt dabei gar nichts unversucht. Den dümmsten Punkt machst du direkt zu Anfang.
Zuerst müssen wir uns nämlich die gerade schon erwähnte polizeiliche Kriminalstatistik etwas genauer angucken. Wer gerade schon sehr gut aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass ich Tatverdächtiger gesagt habe und nicht Täter. Die PKS sagt nämlich nichts darüber aus, wer von den Tatverdächtigen am Ende schuldig gesprochen wird. Es geht um Tatverdächtige. Welche Rolle spielt das, wenn dieses Handicap für alle Seiten gleich ist? Oder ist es das gar nicht? Sind Nichtdeutsche signifikant häufiger tatverdächtig, als sie tatsächlich Täter sind oder nicht? Wieso zeigst du uns denn dazu keine Zahlen, Franzi? Zu den Tatverdächtigen hast du ja Zahlen geliefert. Aber ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik von 2018 zeigt, 34,5% aller Tatverdächtigen sind Ausländer. Ich kann euch sagen, wieso sie keine Zahlen liefert. Weil die Zahlen leider nicht das wiedergeben, was die Franzi gerne hätte. Für das Jahr 2018 gibt es dazu noch keine Zahlen. Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen lag aber auch im Vorjahr bei über 34%. Und wie hoch war der Anteil Nichtdeutscher bei jenen, die 2017 für schuldig befunden wurden? Damit Franzis Aussage irgendeinen Wert hat, müsste deren Anteil bei deutlich unter 34% liegen. In der jährlich erscheinenden Statistik zur Strafverfolgung des Statistischen Bundesamtes erfahren wir auf Seite 21, dass der Anteil Nichtdeutscher bei jenen, die für schuldig befunden wurden, 2017 bei 32,5% lag. Das klingt schon viel besser. Sofern wir ignorieren, dass im selben Dokument auf Seite 8 geschrieben steht, dass eine Unterschätzung des abgebildeten Ausländeranteils nicht ausgeschlossen werden kann. Und sofern wir ignorieren, dass Verfahren gegen Personen, die nicht auffindbar sind, nur in seltenen Ausnahmefällen geführt werden. Also grundsätzlich ist es im Strafverfahren immer so, dass der Beschuldigte bzw. Angeschuldigte oder dann in einem Prozess Angeklagte beim Prozess selbst anwesend sein soll, allein um seine eigenen Verfahrensrechte wahrnehmen zu können, soll sich selber verteidigen können, sich selber zur Sache einlassen können. Wenn er nicht da ist, ist das nicht möglich und deshalb lässt der Paragraph 232 StPO eben nur Ausnahmen zu mit relativ geringer Straferwartung. Wenn die Straferwartung höher geht, ist ein Prozessieren ohne Anwesenheit oder vorheriger Habhaftmachung des Täters nicht möglich. Kein Verfahren hieße kein Urteil und das auch dann, wenn der Tatverdächtige tatsächlich der Täter war. Die von Fachleuten geschätzten bis zu 520.000 abgetauchten Ausländer, darunter viele abgelehnte Asylbewerber, waren ganz gewiss allesamt Saubermänner, die sich niemals was haben zu Schulden kommen lassen. Eine Stadt der Größe Dresdens und der Staat hat keine Ahnung, wo die Einwohner sind. Alles bestens in der Bundesrepublik. Außerdem müssen wir ignorieren, dass es Personen gibt wie Jamal Nasser M., der sich demnächst vor Gericht wegen Raubes hätte verantworten müssen, aber zuvor abgeschoben wurde. Kein Verfahren, kein Urteil. Auch im unwahrscheinlichen Falle der Schuld eines Tatverdächtigen, der wegen Leistungserschleichung, Beleidigung, Diebstahls, Drogenbesitzes und versuchter gefährlicher Körperverletzung bereits verurteilt wurde. Und wir müssen ignorieren, wie immer bei diesem Thema, und du zeigst in einem Video dabei wirklich eine herausragende Leistung, dass jeder, der einen deutschen Pass hat, als Deutscher gilt. Mohammed S., welcher mutmaßlich ein Tötungsdelikt begangen hat, ist dabei ein schönes Beispiel. Das ist aufgrund seines Namens, der albanischen Flagge und des albanischen Handzeichens schwer zu erkennen, aber das ist ein Deutscher. Der ist sogar so deutsch, dass in den anfänglichen Pressemitteilungen nicht so wichtig war, wie zu erwähnen, dass der Täter ein Deutscher ist und das Opfer ein Deutsch-Marokkaner. Dean Martin L. und seine Freunde, welchen mindestens 6 Fälle von Gruppenvergewaltigung zur Last gelegt werden, sind auch ein schönes Beispiel. Das merkt man auf den ersten Blick gar nicht, weil sie ihre eigene Sprache, also Deutsch, auf dem Niveau eines 8-Jährigen beherrschen und der Verteidiger eine Strafminderung forderte, weil ein Sinti-Richter bereits eine Strafe verhängt habe. Aber auch das sind Deutsche. Aber selbst ohne die Problematik mit dem deutschen Pass lässt sich sagen, dass aller Wahrscheinlichkeit nach Nichtdeutsche prozentual sogar noch häufiger Täter sind, als sie Tatverdächtige sind. Oder nicht? Wie sieht es denn in den Gefängnissen aus, Franzi? Das ist doch sicherlich ein einfach zu machender Punkt für dich. In deutschen Justizvollzugsanstalten sitzen immer mehr ausländische Häftlinge ein. In Berlin und Hamburg kommt mehr als jeder zweite Gefangene aus dem Ausland. Das berichtet die Düsseldorfer Rheinische Post auf Basis einer Umfrage bei den 16 Landesjustizministern. Demnach stieg der Ausländeranteil in Hamburg seit 2016 von 55% auf 61%. In Berlin von 43% auf 51%. Auch der Ausländeranteil in den neuen Bundesländern habe neue Rekordwerte erreicht. Naja.
Ein Versuch war es wert. Was hast du noch? Eine Studie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in Zusammenarbeit mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen. Sagen wir einfach eine Studie. Sagen wir doch einfach die Studie des SPDlers Dr. Christian Pfeiffer. Tufti! Hat herausgefunden, dass Ausländer für das gleiche Verbrechen häufiger angezeigt werden als Deutsche. Und dabei zeigt sich ein Grundmuster. Je fremder der Täter ist, umso häufiger wird er angezeigt. Das klingt, bezogen auf so ein rassistisches Land wie das unsrige, erstmal plausibel. Aber wir können das ja ganz einfach testen, Franzi. Sind wir uns einig, dass Leichen von einer Anzeige nicht absehen, weil der Täter ein Deutscher war? Demnach müssten nicht-deutsche Tatverdächtige bei den Tötungsdelikten ja signifikant seltener vertreten sein als bei allen anderen Straftaten. Wieso hast du uns denn die Zahlen dazu nicht präsentiert? Das hätte deinen Punkt nochmal so richtig schön untermauert. Die Zahlen dazu findest du auf Seite 14 der Datei, welche du verlinkt hast. Und Nicht-Deutsche stellen dabei einen Anteil der Tatverdächtigen von 43%. Schon irgendwie lustig, wenn eine 103-seitige Studie von nur 2 Zeilen einer Statistik völlig zerfetzt wird. Aber Pfeiffers Studie hat ja nicht zum Ziel, für Klarheit zu sorgen, sondern Gründe zu liefern, wieso der Anstieg der Straftaten in Deutschland gar nicht so dramatisch ist, wie er auf den ersten Blick aussieht. Das war das Ziel dieser Untersuchung. Das war das Ziel dieser Untersuchung, Franzi. Glaubst du nicht? Dann lass dir das vom Co-Autor Dr. Dirk Bayer nochmal bestätigen. Also wir haben eine ganze Menge Gründe gebracht, warum dieser Anstieg nicht so dramatisch ist, wie er auf den ersten Blick aussieht. Das war jetzt also das Ziel dieses ganzen Gutachtens, was wir erstellt haben. Netter Versuch, Franzi. Was hast du noch? Apropos fremd. Es gibt bei der Errechnung der, nennen wir sie mal, Pro-Kopf-Kriminalität noch ein anderes Problem. Wir erinnern uns, die Statistik geht von Deutschen und Nicht-Deutschen, also Ausländern aus. Die Zahlen unterscheiden nicht zwischen Ausländern mit ausländischem Wohnsitz und Ausländern, die in Deutschland leben. Das heißt, Geschäftsreisende, Touristen. Ja, die schwerstkriminellen Seniorenreisegruppen aus Finnland und Finanzexperten aus Japan. Wer kennt sie nicht? Ich habe dir fälschlicherweise vorhin 9 von 10 Punkten für Ignoranz bezüglich der Problematik mit dem deutschen Pass gegeben. Der Umstand bleibt von dir nicht nur unerwähnt, nein, du betrachtest das Ganze jetzt sogar aus dem Blickwinkel, welcher dafür sorgt, dass die Statistik zu Ungunsten der Nichtdeutschen verzerrt wird. Das ist ein Prädikatsexamen, was du hier ablieferst. Aber auch Banden, die schon in krimineller Absicht einreisen, begehen hier in Deutschland natürlich Straftaten. Und wir haben das erste statthafte Argument. Dazu gibt es keine genauen Zahlen. Wir haben also keine Ahnung, wie sich das auf die Statistik auswirkt. Du kannst dir aber sicher sein, dass diese kriminellen Banden vor allem hierher kommen, um Einbrüche und Diebstähle zu begehen. Die kommen nicht hierher, um zu morden oder Gruppenvergewaltigungen zu begehen. Zumal der Kriminelle mit Wohnsitz in Marokko sein Diebesgut nicht bis nach Hause tragen wird. Also musst du auch anerkennen, dass ein Teil der Straftäter mit ausländischem Wohnsitz ihren tatsächlichen Wohnsitz gar nicht im Ausland hat, sondern hier. Dass dieser Effekt aber tatsächlich eine Rolle spielt, das kann man in Österreich sehen. Da lebten 2018 nämlich 186.841, ja, der eine ist wichtig, Deutsche. Und es gab dort nach polizeilicher Kriminalstatistik Österreich im selben Jahr 10.652 deutsche Tatverdächtige. Das würde statistisch gesehen bedeuten, dass es in Österreich einen Tatverdächtigen auf leicht aufgerundet 18 Deutsche gibt. Jeder 18. Das ist mal eine Hausnummer. Mo? Jeder wievielte Zuwanderer war in Deutschland noch mal tatverdächtig? Das heißt ungefähr jeder 12. Wer mein Video hier beim Zocken wieder im Hintergrund zu laufen hat, der soll sich schämen. Du hast gerade verpasst, wie Moritz eine Korrektur eingeblendet hat. Es war nämlich nicht jeder 12., sondern jeder 8. Für Franzi heißt das, dass Zuwanderer in Deutschland mehr als doppelt so kriminell sind wie Deutsche in Österreich. Und das, obwohl wir im Gegensatz zu Österreich nicht jedes Jahr knapp 6 Millionen Touristen aus den entsprechenden Herkunftsländern empfangen. Übrigens hätte Österreich meinen vollen Zuspruch für eine sofortige Ausweisung dieser Personen inklusive lebenslangem Aufenthaltsverbot. Okay, kommen wir zu einem anderen wichtigen Faktor, der nicht nur dafür entscheidend ist, ob man Alkohol trinken und Auto fahren darf oder ob man im Bus einen Sitzplatz angeboten bekommt, das Alter. Bei der ausländischen Bevölkerung Deutschlands liegt das Durchschnittsalter bei 37,6 Jahren
und damit genau in der Altersgruppe, die auch bei unseren Strafgefangenen am meisten vertreten ist. Und jeder, der im Gegensatz zu Pippi Langstrumpf 1 und 1 zusammenzählen kann, kann sich ausrechnen, dass dieser Faktor bei der Analyse natürlich eine Rolle spielt. Und dass dann statistisch gesehen Ausländer natürlich krimineller sind. Ja, das klingt erstmal plausibel. Wollen wir das mal anhand der Zuwanderer testen, Franzi? Sind ja schließlich auch Ausländer und im Gegensatz zu den Nichtdeutschen, die ihren Wohnsitz hier haben, haben wir zu den Zuwanderern mehr und genauere Zahlen. Die Hochrisikogruppe wird von dir sinnvollerweise bei den 30- bis 49-Jährigen verortet. Anhand der offiziellen Zahlen zum Alter der Zuwanderer aus den Jahren 2015, 16, 17, 18 und 19 bis heute wissen wir, dass der Anteil der Zuwanderer in dieser Altersgruppe bei 21,9% liegt. Das heißt, diese Altersgruppe ist bei den Zuwanderern seltener vertreten als bei der Gesamtbevölkerung. Demnach müsste die Kriminalstatistik der Zuwanderer nach oben korrigiert werden. Da ist dir dein eigenes Argument gerade zum Verhängnis geworden. Es wird aber noch besser. Soll ich dir verraten, welche Altersgruppe verglichen mit der Gesamtbevölkerung bei den Zuwanderern am deutlichsten überrepräsentiert ist? Es sind die unter 4-Jährigen mit durchschnittlich 19,8%, also die Altersgruppe, die garantiert überhaupt keine Straftaten begeht. Wenn also die Hochrisikogruppe unterrepräsentiert ist und die Nullrisikogruppe überrepräsentiert, dann sollte man erwarten, dass Zuwanderer deutlich seltener kriminell sind als Deutsche. Und nein. Sie sind ungefähr 7-mal so kriminell und das ohne ausländerrechtliche Verstöße. Aber inklusive Tätern wie Mohammed S. und Dean Martin L. Was machst du jetzt? Es gibt also verschiedene Faktoren, die bei der Betrachtung der polizeilichen Kriminalstatistik eine Rolle spielen. Aus dem Ausland zu kommen ist nicht der Grund dafür, Straftaten zu begehen. Das ist ein Strohmann, Franzi. Außerdem gibt es doch gar nicht das Ausland. Probleme verursachen einige Einwanderer aus bestimmten Weltregionen. Ganz besonders fies sind zum Beispiel die Einwanderer aus Fernost oder Skandinavien. Und das liegt nicht daran, dass sie aus dem Ausland kommen, sondern am Mindset, das sie mitbringen. Und obwohl Nichtdeutsche bei jedem einzelnen mir bekannten Straftatbestand überrepräsentiert sind, geht es um bestimmte Straftaten, die mich irritieren. Aber dazu kommen wir noch. Ganz zu schweigen davon, dass ich mir natürlich auch vorstellen könnte, dass unsichere Zukunftsperspektiven bei Zuwanderern oder die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften mit vielen verschiedenen Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen jetzt auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass man als Vorzeigebürger auftritt. Das könntest du dir vorstellen, Franzi. Also zumindest was die unsicheren Zukunftsperspektiven bei Zuwanderern betrifft, warst du dir nach Fertigstellung deines Videos ziemlich sicher. Bezüglich dieser für mich neuen Erkenntnis habe ich dich zweimal angetwittert und dir eine E-Mail geschrieben. Auf Twitter hast du nicht reagiert und meine Mail konnte nicht zugestellt werden, weil deine Mailbox voll ist. Und daher sitze ich hier so und muss davon ausgehen, dass deine Quelle für diese Aussage die einzige Quelle ist, die jemals eine so schwachsinnige Behauptung aufgestellt hat. Der Volksverpetzer. Was Franzi wohl davon halten würde, wenn rauskäme, dass Mr. Wissen2Go seine Infos aus der Nationalzeitung hat. Und an diesem Artikel stimmt gar nichts. Die Überschrift ist selbst nach deren Berechnung völlig falsch. Die hier angegebene Zahl der Tatverdächtigen, 10.511, kommt in der PKS genau nullmal vor und das BKA führt anerkannte Asylbewerber nicht gesondert auf. Die einzigen Zahlen, die wir für sogenannte Schutz- und Asylberechtigte sowie Kontingentflüchtlinge haben, ist die zur Gewaltkriminalität nichtdeutscher Tatverdächtiger nach dem Anlass des Aufenthaltes in Deutschland. Und entsprechend dieser Zahlen ist bei 71 Millionen Deutschen inklusive Mohammed S. jeder 652. Deutsche ein Gewalttäter. Und bei 550.411 anerkannten Flüchtlingen jeder 245. Das heißt, anerkannte Flüchtlinge sind, dank ihrer sicheren Zukunftsperspektive nehme ich an, nur 2,7-mal so häufig tatverdächtig. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, wieso es keine seriöse Quelle für diesen Schwachsinn gibt. 2017 gab es laut BKA 469 Tatverdächtige, die in ihrer Partnerschaft einen Mord oder einen Totschlag begangen oder versucht haben sollen. 324 davon sind Deutsche. Das ist aber ein verdächtig spezifischer Straftatbestand, den du da präsentierst. Hast du den etwa handverlesen, Franzi? Weil er für deine These spricht. Das würde auch erklären, wieso du plötzlich Zahlen von 2017 anführst, statt wie vorhin Zahlen von 2018. Das ist doch unwesentlich. Hat mein Opa immer gesagt, wenn man ihn bei irgendwas erwischt hat. Guck mal, Franzi, bei 324 tatverdächtigen Deutschen, von welchen es hier inklusive Mohammed S. 71,7 Millionen gibt,
und 145 Tatverdächtige Nichtdeutschen, von welchen es hier 9,9 Millionen gibt, sind letztere ja schon wieder überrepräsentiert. Und zwar um den Faktor 3,2. Die Zahlen sind ja wohl nicht den schwedischen Urlaubern zu verdanken, die hier ihre Partner totschlagen, oder? Nee, das kann's nicht sein. Irgendwie verstehe ich nicht, was du mit diesen Zahlen verdeutlichen wolltest. Wolltest du etwa rechte Hetze betreiben, Franzi? Franzi! Mir kommt's dabei aber so vor, als seien die Fälle mit den ausländischen Tatverdächtigen viel präsenter. Und auch die Medien selbst stellen sich immer wieder die Frage, muss die Herkunft des Täters genannt werden oder nicht? So wie zuletzt bei der Bahnsteigattacke in Frankfurt. Und wie ist es bei den Fällen mit deutschen Tatverdächtigen? Mir kommt es dabei so vor, als hätten nur die Fälle mit ausländischem Tatverdächtigen Nachrichtenwert. Ganz so nach dem Motto, ja, ist ja klar, dass der Araber oder der Türke seine Frau unterdrückt. Von Fällen mit deutschen Tatverdächtigen erfahre ich zumindest relativ selten was. Dann empfehle ich dir, wie ich auch Moritz Neumeier empfohlen habe, dein Abo beim Völkischen Beobachter zu kündigen. Ich lese ziemlich häufig von deutschen Tätern. Wie zuletzt von dem Taxifahrer Jörg C., der auf den Radfahrer Martin W. eingeprügelt hat. Mohammed S. ist auch ein schönes Beispiel. Über diesen Fall haben alle berichtet. Und dabei wurde nie vergessen zu erwähnen, dass der Täter ein Deutscher ist und das Opfer ein Deutsch-Marokkaner. Eine hochseriöse Internetseite hat aus dem Deutsch-Marokkaner sogar einen Marokkaner gemacht. Volksverpetzer nennt die sich. Kennst du die Seite? Vielleicht solltest du die mal abonnieren. Übrigens endete die Berichterstattung zum Fall Mohammed S. schlagartig, nachdem die Bild den Namen und das Bild des Täters veröffentlichte. Warum war der Fall plötzlich uninteressant, Franzi? Hast du vielleicht eine Idee? Und weißt du, wann mir aus den Medien ein ohrenbetäubendes Schweigen entgegenschlägt? Wenn in Hameln ein Schüler unter Applaus seiner Kumpels auf einen Mitschüler bis zur Bewusstlosigkeit einprügelt, dazu gibt es Videos, weil der Mitschüler darum gebeten hatte, dass die Kommunikation in der WhatsApp-Gruppe der Klasse auf Deutsch stattfinde, damit alle verstehen können, worüber geredet wird. Ich spende 5.000 Euro an einen gemeinnützigen Verein deiner Wahl, Franzi, wenn du mir online einen Artikel aus dem Mainstream dazu zeigen kannst. Und jetzt stell dir denselben Fall nochmal mit vertauschten Rollen vor. Hätte das ebenfalls niemanden interessiert, Franzi? Und die werden dann aus meiner Erfahrung auch nicht zigtausendmal bei Facebook und Twitter oder in irgendwelchen WhatsApp... Ja. Bla bla bla. Im Rest deines Videos hast du nichts Sinnvolles mehr zu erzählen, darum erspare ich das meinen Zuschauern. Kommen wir nun zum Eingemachten. Wie bereits erwähnt, geht es nicht grundsätzlich um Ausländer, sondern um Personen aus bestimmten Ländern. Und so unangenehm es auch sein mag, wir sollten hier bei den Fakten bleiben. Und die Fakten zeichnen folgendes Bild. Dies betrifft insbesondere Einwanderer aus jenen Regionen, die mit der Flüchtlingsbewegung zu tun haben. Und obwohl sie bei jedem einzelnen Straftatbestand überrepräsentiert sind, geht es auch nicht um alle Straftaten. Um meinen Punkt jetzt überdeutlich zu machen, möchte ich über folgenden Straftatbestand reden. Vergewaltigung, überfallartig, durch Gruppen. In der PKS hat dieser Straftatbestand den Schlüssel 111-200. Dieser Straftatbestand wurde nach meinem Kenntnisstand erst und letztmalig in der PKS 2017 nach Herkunft der Täter aufgeschlüsselt. Und was kommt jetzt, Franzi? 1,5-fach überrepräsentiert. Inklusive Tätergruppen wie die um Dean Martin L. und inklusive eines Kommafehlers meinerseits. Die korrekte Zahl ist nämlich 15. Nichtdeutsche sind beim Straftatbestand Vergewaltigung überfallartig durch Gruppen um den Faktor 15 überrepräsentiert. Versuch dich doch mal an dieser Zahl bei der Relativierung. Also, wenn man die Fakten dann anguckt und dann nachfragt, dann gibt es eben überhaupt gar keinen signifikantes Beispiel dafür, dass ausländische Männer mehr Frauen vergewaltigen als inländische Männer.